Wie erholte sich das Leben auf der Erde nach dem Kataklysmus, der die gigantischen Dinosaurier zu Fall brachte? Heute sind uns viele ausgestorbene Tiere vertrauter als manche Arten, die noch leben. Zu ihnen gehören die Dinosaurier. Der Diplodocus ist berühmter als das Erdferkel. Und der Tyrannosaurus berühmter als die Pyramide. Dinosaurier sind Teil der Volkskultur. Über 165 Millionen Jahre lang beherrschten diese majestätischen Kreaturen die Erde, besetzten die meisten ökologischen Nischen und ließen nur wenig Platz für andere Arten. Fünfmal wurde die Erde mit großen Umwälzungen konfrontiert, die sich grundlegend auf ihre weitere Geschichte auswirkten. Als sie während des fünften Massenaussterbens verschwanden, hinterließen die nicht-avischen Dinosaurier eine unermessliche Lücke. Doch des einen Leid ist des anderen Freud. Und diese Lücke ermöglichte die Entwicklung von Säugetieren und Vögeln, die heute hochdiversifizierte Tiergruppen sind. Ohne dieses Aussterben hätten die Dinosaurier wahrscheinlich weiterhin das Leben auf der Erde dominiert. Und andere Tiere hätten nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu behaupten. Massenaussterben ändern die Spielregeln, indem sie die Karten neu verteilen, indem sie bestimmte Gruppen verdammen und anderen neue Chancen geben. Als die Dinosaurier verschwanden, überlebten unsere entfernten Vorfahren. Liebe Reisende, herzlich willkommen. Heute machen wir eine Reise in die Vergangenheit, um herauszufinden, wie die Erde aussah, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren. Aber bevor du zu deinem nächsten Abenteuer aufbrichst, solltest du das Video liken und den Kanal abonnieren, damit du nichts verpasst. Danke und willkommen im Leben vor und nach den Dinosauriern. Ein Massenaussterben ist ein Ereignis, das auf der geologischen Zeitskala einer relativ kurzen biologischen Krise gleicht. Mindestens 75% aller Pflanzen und Tierarten verschwinden von der Erdoberfläche. In den letzten 500 Millionen Jahren hat das Leben auf unserem Planeten 5 Massenaussterben erlebt, bei denen 75 bis 90% aller irdischen Arten in Katastrophen von gigantischem Ausmaß verschwanden. Heute sind über 99% aller Organismen, die jemals auf der Erde gelebt haben, verschwunden. Das Phänomen des Artensterbens ist nicht mehr überraschend. Artensterben ist tödlich. Jedes der großen Massenaussterben hat eine Rolle in der Geschichte der lebenden Welt gespielt und sie in neue Richtungen gezwungen, da die dezimierte Fauna und Flora gezwungen war, sich weiterzuentwickeln. Diese fatalen Ereignisse ebnen jedoch auch den Weg für neue Lebensformen. Das Ordovizisch-Silurische Aussterben fand vor 444 Millionen Jahren statt. Ein geologisches Ereignis löste eine Vergletscherung aus. Beträchtliche Wassermengen wurden in einer Eiskappe eingeschlossen, die dreimal so groß war wie die heutige Antarktis. Das Kohlendioxid in der Atmosphäre wurde durch die Verwitterung von Gestein herausgesaugt und die Temperatur der Erde sank beträchtlich. Der Meeresspiegel sank und die Lebensräume der Meerestiere kühlten ab und schrumpften. Als der Meeresspiegel wieder anstieg, sank der Sauerstoffgehalt im Wasser, was zu höheren Konzentrationen von gelösten giftigen Metallen führte. Dieses Ereignis führte zum Verschwinden von 85% aller Landlebewesen. Das Aussterben im Devon begann vor 383 Millionen Jahren. Wahrscheinlich aufgrund eines starken Vulkanausbruchs sank der Sauerstoffgehalt in den Ozeanen schlagartig.
Das war eine Katastrophe für die Meeresflora und Fauna. Die Erde fror plötzlich wieder zu. Aber diese Episode war von kürzerer Dauer und dauerte weniger als 1 Million Jahre. 75% der Arten verschwanden während dieses Massenaussterbens. Das dritte Massenaussterben, die Perm-Trias, fand vor 252 Millionen Jahren statt. Es war die schlimmste Katastrophe, die das Leben auf der Erde je erlebt hat. Über 90% aller Arten wurden ausgelöscht. Die zerstörten Wälder werden mehr als 10 Millionen Jahre brauchen, um sich zu erholen. Bei den Vulkanausbrüchen kam es zu riesigen Lavaströmen, die Milliarden von Tonnen Kohlenstoff freisetzten. Das Magma sickerte dann durch die Kohlefelder an die Oberfläche, wodurch andere Treibhausgase wie Methan freigesetzt wurden. Das Ergebnis war eine globale Erwärmung von ungeheurem Ausmaß. Die Temperaturen des Meerwassers und der Erdoberfläche stiegen um mehrere Grad. Die Gesteine der Erde wurden durch sauren Regen schnell verändert. Der Sauerstoffgehalt in den Ozeanen sank um etwa 76%, was die Meeresfauna gefährdete. Vor etwa 200 Millionen Jahren erlebte die Erde das Triassisch-Jurassische Aussterben. Geologische Ereignisse führten zu einer Erwärmung der Erdoberfläche und zu einem Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre. Dadurch wurden die Ozeane versauert, sodass sich die Meerestiere nicht mehr richtig entwickeln konnten. Dies ist ein weiterer Schlag für das Leben auf der Erde, die bis zu 80% ihrer Land- und Meeresarten verliert. Das fünfte und letzte Massenaussterben fand in der Kreidezeit und im Paläogen vor 66 Millionen Jahren statt. Es wurde durch den schweren Einschlag eines Asteroiden verursacht. Und fast 65% der in der Biosphäre lebenden Arten verschwanden. Aber wenn diese Katastrophe die bekannteste, wenn auch nicht die tödlichste ist, dann deshalb, weil sie das Verschwinden aller Arten der berühmten, nicht-avischen Dinosaurier zur Folge hatte. Das Ende der Dinosaurier ist ein bahnbrechendes Ereignis. Doch der Mensch hatte keinen Anteil daran, denn fast 60 Millionen Jahre trennten die letzten Dinosaurier vom ersten Wesen, das man mehr oder weniger als Mensch bezeichnen könnte. Dieses Aussterben erinnert an die Tragödie der großen verschwundenen Zivilisationen. Dinosaurier herrschten über 165 Millionen Jahre lang und beherrschten jeden Kontinent. Dieses große Aussterben war lange Zeit ein Rätsel und bleibt eines der großen Rätsel der Weltgeschichte, auch wenn sich die Wissenschaftler über ein mögliches Szenario einig sind. Aber bevor wir ins Detail gehen, lass uns einen Blick darauf werfen, wie die Welt zu Zeiten der Dinosaurier aussah. Wir befinden uns in der Kreidezeit, vor etwas mehr als 65 Millionen Jahren. Vom Himmel aus betrachtet, kommt uns die Erde irgendwie bekannt vor. Der Superkontinent Pangea hat sich bereits in zwei Kontinente geteilt, Laurasia und Gondwana. Später spaltete sich Laurasia in zwei Teile und legte den zukünftigen Nordatlantischen Ozean frei. Das allgemeine Klima ist warm und feucht, mit einem hohen Meeresspiegel. Die Vegetation ist sehr vielfältig. Farne, Nadelbäume und Blütenpflanzen dominieren dank der Hilfe von Insekten. In den Meeren und an Land geht es um Gigantismus. Die große Familie der Meeresreptilien beherrscht die Gewässer der Kreidezeit. Diese Reptilien bewohnen alle Lebensräume, von den Küstenriffen bis zum offenen Meer. Plesiosaurier schwimmen nicht mit ihren Schwänzen, sondern benutzen ihre Beine, die zu einem schwimmenden Paddel umfunktioniert wurden. Sie ernähren sich von Ammoniten, Fischen und anderen Meeresreptilien.
Mosasaurier sind Cousins von Eidechsen und Waranen. Sie werden zwischen einem und 15 Meter lang. Ihre langen, senkrecht abgeflachten Schwänze ermöglichen es ihnen, sich unter Wasser fortzubewegen. Ihre Gliedmaßen sind zu Schwimmflügeln umgebildet, die ihnen die Fähigkeit zum Schwimmen verleihen. Sie ernähren sich von Fischen und anderen Reptilien. Alle diese Reptilien atmen mit Lungen und nicht mit Kiemen. Deshalb müssen sie regelmäßig auftauchen, um ihre Luftreserven zu erneuern. Einige Arten, wie zum Beispiel die Pliosaurier, haben dafür jedoch zu kleine Nasenlöcher. Deshalb schwimmen sie mit halb geöffnetem Maul und lassen das Wasser durch Öffnungen im Gaumen und durch die Nasenlöcher nach draußen fließen. Die Gerüche werden dabei analysiert. Neben diesen Reptilien leben auch andere, bekanntere Arten wie Meereskrokodile, Flachkopfschlangen und Meeresschildkröten. Achelon ist eine Meeresschildkröte, die in flachen Gewässern lebt. Achelon ist die größte Meeresschildkröte, von der bekannt ist, dass sie neben den Dinosauriern gelebt hat. Sie ist über 4 Meter lang. Dank ihres kräftigen Schnabels kann sie die Panzer von Ammoniten, Belemniten, Muscheln und anderen Krustentieren aufbrechen. Er kann auch hartnäckige Algen und Gräser abreißen. Achelons Skelett ist leicht. Dank seiner großen Flossen kann er sich sehr schnell unter Wasser bewegen, um seine Beute zu fangen oder Raubtieren wie Mosasauriern zu entkommen. Metriorhynchus ist ein ausschließlich im Meer lebendes, fleischfressendes Krokodil. Er kann bis zu 3 Meter lang werden. Sein Körper ist mit einer mondförmigen Schwanzflosse ausgestattet, die ihn zu einem viel effizienteren Schwimmer macht als moderne Krokodile. Seine Beine haben die Form von kurzen, flachen Flossen angenommen, bei denen alle Finger eines Gliedes in einer einzigen Membran vereint sind. Zur Meeresfauna gehören auch kleinere Lebewesen, die unauffällig neben den Riesen leben. Rudisten sind eine Familie von Muscheln, die im Zeitalter der Dinosaurier sehr verbreitet waren. Einige sind Einzelgänger, andere bilden dichte Kolonien und bauen regelrechte Riffe, die Fischen, Krabben und Meeresschnecken Unterschlupf bieten. Um sich zu ernähren, filtern sie das Meerwasser und fangen Plankton und Ablagerungen im Wasser auf. Das Plankton enthält unter anderem Foraminiferen. Foraminiferen sind einzellige Tiere, die von einer gewundenen Schale geschützt werden. Obwohl sie nur eine einzige Zelle enthalten, können sie bis zu 8 cm im Durchmesser groß werden. An Fischen mangelt es natürlich auch nicht. Die Vertreter unserer modernen Fische tauchen zu dieser Zeit auf, auch wenn sie noch nicht sehr zahlreich sind. Die Meere waren auch von Weichtieren bevölkert und Ammoniten waren gut vertreten. Geschützt durch eine spiralförmige Schale, die aus einer Reihe von Kammern besteht, lebt das Tier in der letzten Kammer, die oft die größte ist. Es bewegt sich mit Hilfe einer kleinen Röhre, die es lenken kann. Seine Tentakel sind mit Saugnäpfen ausgestattet, mit denen es seine Beute packen kann. Dann zermalmt er sie mit seinen papageienähnlichen Kiefern. Zu dieser Zeit gab es über 5000 Arten von Ammoniten. Belemniten sind Kopffüßer mit inneren Panzern. Ihr hydrodynamischer Körper ermöglicht es ihnen, mit hoher Geschwindigkeit zu schwimmen. Diese fleischfressenden Exemplare fangen Fische mit ihren 10 hakenförmigen Tentakeln. Vögel und Pterosaurier teilen sich die Luft. Pterosaurier sind eine Ordnung fliegender Reptilien, die neben den Dinosauriern lebten. Einer von ihnen, der Quetzalcoatlus, zeichnete sich durch seine beeindruckende Größe aus und erreichte eine Flügelspannweite von bis zu 12 Metern. Er war vom Gigantismus der damaligen Zeit betroffen. Pterosaurier waren große Fans von Fischen. Da sie unter Wasser nicht schwimmen konnten, fischten sie im Flug und glitten mit ihren Schnäbeln über die Wasseroberfläche. Je nach Art haben Pterosaurier eine große Vielfalt an Schnäbeln. Einige haben lange, feine Zähne zum Filtern von Plankton.
während andere keine Zähne haben und eher Aasfresser sind. An Land sind die Dinosaurier die dominierende Tiergruppe. Dank ihrer außergewöhnlichen Größe und ihres Gewichts haben sie sich auf allen Kontinenten ausgebreitet und weiterentwickelt. Dinosaurier sind der ganze Stolz der Kreidezeit. Mit ihren Drachenköpfen und langen, scharfen Zähnen üben sie eine ungebrochene Faszination aus. Jenseits dieses populären Bildes ist die Welt der Dinosaurier eine andere Welt. Diplodocus und Brachiosaurus sind die größten Landtiere aller Zeiten. Während ihrer Zeit erreichten sie wahrscheinlich die maximale Größe, die ein Landtier auf dem Planeten Erde erreichen kann. Wenn ein Tier wächst, werden seine Knochen länger. Aber sie müssen auch wachsen, um stark genug zu sein, um sein Gewicht zu tragen. Die Gliedmaßen werden immer dicker und damit immer schwerer, wodurch das Gesamtgewicht des Tieres weiter steigt. Die maximale Größe eines Landtieres ist daher begrenzt. Bei Diplodocus und Brachiosaurus sind die Wirbel und Rippen durch mehrere Höhlen ausgehöhlt. Dieses erleichterte das Skelett, ohne seine Festigkeit zu beeinträchtigen. Es scheint jedoch, dass kein Dinosaurier eine Länge von 40 Metern und ein Gewicht von 100 Tonnen überschritten haben kann. Der Diplodocus ist auf der ganzen Welt bekannt. Er kann bis zu 27 Meter lang werden. Sein Schädel ist länglich und seine Schnauze ragt nach vorne. Seine Nasenlöcher befinden sich weiter hinten, oberhalb der Augenhöhlen. Die Luft folgt einem komplexen Weg, der es dem Tier ermöglicht, die Gerüche in seiner Umgebung genau zu analysieren. Die gut ausgerichteten Zähne befinden sich an der Vorderseite des Kiefers. Wenn sie abgenutzt sind, werden sie durch neue Zähne ersetzt. Sein riesiges Becken, das durch 5 verschweißte Wirbel verstärkt ist, trägt sein Gewicht von etwa 10 Tonnen. Sein langer Schwanz gleicht das Gewicht seines Halses aus. Er endet in einer spitz zulaufenden Peitsche, sodass er ihn als Verteidigungswaffe einsetzen kann, indem er ihn wie eine Peitsche schnalzt. Sein Hals besteht aus 19 Wirbeln und kann bis zu 15 Meter lang werden. Obwohl es Vorteile hat, ein Riese zu sein, zum Beispiel Zugang zu mehr Nahrung zu haben und sich leichter verteidigen zu können, müssen diese Tiere auch mehr fressen als andere und müssen ihr eigenes Gewicht tragen. Angesichts dieser pflanzenfressenden Giganten waren die fleischfressenden Dinosaurier sehr vielfältig. Von großen Aasfressern bis hin zu kleinen, flinken Raubtieren. Der Tyrannosaurus ist ein wahrer Star unter den Raubsauriern. Neben ihm leben weniger bekannte, aber ebenso mächtige Arten. Die Familie der Spinosaurier unterscheidet sich von anderen Theropoden durch ihre lange Schnauze, die zahlreichen kleinen Zähne und den beeindruckenden Krallendaumen. Der Baryonyx ist ein Spinosaurier, der fast 10 Meter lang ist. Sein Name bedeutet mächtige Klaue. Dieser große Fleischfresser bewegt sich auf 2 Beinen fort. Obwohl er nicht komplett im Wasser lebt, verbringt er die meiste Zeit in der Nähe des Wassers und jagt Fische. Seine kräftigen Arme werden eingesetzt, um seine Beute zu fangen und zu überwältigen. Seine krokodilähnlichen Kiefer machen ihn zu einem furchterregenden Raubtier. Er begnügt sich nicht damit, nur Fische zu fressen, sondern ist auch ein aktiver Jäger von anderen Landdinosauriern und ein Aasfresser. Er hat einen langen Schwanz für das Gleichgewicht. In der Welt der Dinosaurier wimmelte es von Insekten, die in der Erde gruben, auf dem Boden krabbelten oder durch die Luft flogen. Zu dieser Zeit tauchten auch Bienen, Ameisen und Schmetterlinge auf. Unter ihren winzigen Beinen ist die Welt mit Blumen bedeckt. Die ersten Blumen ähneln unseren modernen Magnolien mit ihren breiten Blütenblättern. Später wandeln und spezialisieren sich die Blüten. Die Blütenblätter nehmen eine Vielzahl von Formen und Farben an. Die Blüten verströmen einen Duft, der Insekten anlockt.
Die Insekten finden Nektar, eine nahrhafte Flüssigkeit und Pollen zum Verzehr. Diese blühenden Pflanzen werden dominant. Sie schmücken die Landschaft neben Nadelbäumen, Walnussbäumen, Buchen, Platanen, Zykaden und Baumfarnen. Wind oder Regen tragen die Pollen, die von den männlichen Organen ausgestoßen werden. Diese Körner werden dann nach dem Zufallsprinzip zu den Eizellen anderer Individuen getragen, um die Fortpflanzung der Pflanze sicherzustellen. Insekten, die sich von Pollen ernähren, tragen ihn von Blüte zu Blüte. Die Verbindung zwischen Pflanzen und Insekten wird immer enger. Libellen, Kakerlaken und Bettwanzen tauchen ebenfalls auf. Creta trigona ist die einzig bekannte Biene aus der Dinosaurierzeit. Sie ähnelt einigen der heutigen tropischen Bienen sehr. Sie hat spezielle Borsten an ihren Beinen. Eine Anpassung für die Bestäubung. Denn sie fixieren den Pollen, wenn er auf der Pflanze landet. Säugetiere, obwohl bescheiden und zurückhaltend, lebten neben den Dinosauriern. Wie winzige, ängstliche Tiere entwickelten und diversifizierten sich diese primitiven Lebewesen innerhalb sehr enger Grenzen. Dinosaurier und Reptilien besetzten die meisten ökologischen Nischen und ließen nur sehr wenig Platz für andere Lebewesen. Was ihnen zum Überleben geblieben ist, sind Höhlen, Grotten und Hohlräume in Bäumen und unter der Erde. Beschränkungen in Bezug auf Größe und Lebensweise haben sich natürlich aufgedrängt. Da Reptilien nachts weniger aktiv sind, haben sich die Säugetiere an eine nächtliche Lebensweise angepasst. Sie haben gute Augen, gute Ohren, einen guten Geruchssinn und Schnurrhaare, um ihren Weg zu erahnen. Der intensive Betrieb aller Sinnesorgane erfordert ein größeres Gehirn als das der Reptilien. Die vom Gehirn verbrannte Energie muss ständig erneuert werden. Warmes Blut und isolierendes Fell entstehen. Säugetiere bevorzugen eiweißhaltige Nahrung. Sie ernähren sich von Insekten, anderen wirbellosen Tieren und Pflanzensamen. Um Energie freizusetzen und die Nahrung schnell zu verdauen, entwickeln sie scharfe Zähne. Sie können Nahrung fangen, töten, zermahlen und zerquetschen. Das Leben, wie es damals war, wird durch einen Kataklysmus auf den Kopf gestellt. Der Meteoriteneinschlag an der Kreidezeit-Paläogengrenze ist ein fester Bestandteil der Erdgeschichte. Ein riesiger Asteroid von der Größe des Mount Everest schlug mit einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit von fast 65.000 km pro Stunde in die Atmosphäre ein. Mit einem Durchmesser von über 10 Kilometern und einem Gewicht von 1 Milliarde Tonnen schlägt er in der Provinz Yucatan im Golf von Mexiko ein. Die freigesetzte Energie ist unermesslich. Der Asteroid schlägt auf Land auf und bildet einen 30 Kilometer tiefen Krater. Der Einschlag ist so stark, dass sich das Gestein der Erdkruste verflüssigt. In einem Radius von 60 Kilometer um den Einschlag wird alles vorhandene Wasser in Dampf verwandelt. Tausende von Tieren werden sofort getötet. Alles geschieht so schnell, dass sie nicht einmal Zeit haben, etwas zu riechen. Diese Tiere starben einen sanften Tod. Aber nicht die weiter entfernten, die nur einen Lichtblitz sahen. Wenige Sekunden nach dem Einschlag nimmt die Schockwelle die Form einer Wolke aus verdampftem Gestein an, die sich schnell über den Ozean bewegt. Die unerträgliche Hitze lässt alles in der Umgebung verdampfen. Die meisten Tiere werden durch die Gewalt dieser Welle getötet. Am meisten gefährdet sind diejenigen, die nicht schnell einen Unterschlupf finden können. Tiere, die in Höhlen oder an Hängen leben und sich an einen sicheren Ort flüchten können, haben eine Überlebenschance. Brände brechen aus, die Erde geht in Rauch auf. Dinosaurier haben aufgrund ihrer gigantischen Größe große Schwierigkeiten, einen Unterschlupf zu finden und sind verwundbar. Die Schockwelle setzte ihre gesamte Energie innerhalb von 10 Minuten frei,
bedeckte aber nicht die gesamte Erdoberfläche. Einige Tiere sind sich der Katastrophe, die sich gerade ereignet hat, nicht bewusst. Die Folgen werden sie bald einholen. Der Einschlag des Meteoriten hat ein großes Erdbeben ausgelöst. Ein heftiges Beben ist zu spüren. Risse entstehen und Erdrutsche treten auf. Das Erdbeben zieht sich über den gesamten Planeten. Die Erschütterungen des Erdbebens sind noch tagelang zu spüren. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Ein riesiger Tsunami, so groß wie ein Gebirge, bewegt sich auf die Küste zu. Er überquert den Atlantik mit fast 1000 Kilometern pro Stunde. Die Welle nähert sich der Küste, stürzt dann an Land und reißt Tiere, Bäume und Trümmer mit sich. Dann zieht sie sich mit solcher Wucht zurück, dass sie eine neue geologische Landschaft formt. Es entstehen Hügel, Täler und Schluchten. Tierkadaver werden verstreut oder zurück ins Meer gespült. Der Tsunami klingt ab, aber die Millionen Tonnen Gestein, die durch den Aufprall ins All geschleudert wurden, fallen nun als Meteoriten von der Größe einer Erbse bis hin zu einem Haus. Die Gesteinsbrocken schlagen mehrere Stunden lang auf der Erdoberfläche auf und lassen die Temperaturen stark ansteigen. In weniger als einem Tag hat der Kataklysmus fast alles Leben auf dem Planeten Erde ausgelöscht. Millionen von Tieren werden lebendig verbrannt. Der Sauerstoffgehalt auf der Erde steigt, die Hitze steigt und die Verbrennung beschleunigt sich. Inmitten der Leichen überleben ein paar wenige Vorfahren der Menschen. Ein paar vereinzelte Dinosaurier streifen noch durch die apokalyptische Landschaft und versuchen zu überleben. Der Purgatorius, ein Vorfahre der heutigen Primaten, irrt inmitten der Flammen umher. Obwohl er Millionen von Jahren die Beute der Dinosaurier war, scheint es, dass seine körperlichen Voraussetzungen ihm einen Vorteil beim Überleben der Katastrophe verschaffen. Dieses kleine Säugetier ähnelt einer großen, auf Bäume kletternden Maus. Es bildete die Grundlage für eine Gruppe, aus der unter anderem die Menschenaffen und der Mensch hervorgingen. Dieses kleine Tier lebte im Schatten der Dinosaurier. Es organisierte sein Leben diskret und ernährte sich von Insekten und Früchten, die in den Wäldern zu finden waren. Jetzt kann es die ökologischen Nischen, die die Dinosaurier hinterlassen haben, nutzen, um sich zu diversifizieren. Wolken aus Asche und chemischen Elementen, die beim Einschlag freigesetzt wurden, ballen sich zusammen und verschleiern allmählich den Himmel. Schwefel wurde während des Einschlags in großen Mengen produziert. Dieses Element kommt nun mit dem Wasser in der Atmosphäre in Kontakt und wird in Schwefelsäure umgewandelt. Ein tödlicher Regen fällt auf die Erde. Überlebende Tiere müssen Schutz suchen, da die Schwefelsäure Haut und Fleisch verbrennt. Die Schauer treffen auch auf den Ozean. Die Wolken, die in großen Mengen vorhanden sind, verdunkeln nach und nach das Sonnenlicht. Die Erde wird in Dunkelheit getaucht. Das Plankton, das ständiges Licht braucht, stirbt langsam aus. Dinosaurier, die sich hauptsächlich auf ihren Sehsinn verlassen, sind durch diese neue Situation stark beeinträchtigt. Mehrere Wochen lang herrschte Dunkelheit. Die kleinen Säugetiere, die neben den Dinosauriern lebten, hatten bereits nachtaktive Fähigkeiten entwickelt. Sie jagten vor allem nachts, um zu verhindern, dass sie von den Giganten gejagt wurden. Das verschaffte ihnen einen großen Vorteil, wenn es darum ging, mit der unendlichen Nacht zurechtzukommen. Auch die Vegetation wurde durch den Kataklysmus in Mitleidenschaft gezogen. Pflanzen, die dem Feuer noch nicht zum Opfer gefallen sind, bekommen kein Sonnenlicht mehr und hören auf zu wachsen. Die großen Pflanzenfresser, die bis dahin überlebt hatten, sahen ihre Nahrungsquellen schrumpfen. Nach ein paar Monaten setzt ein Kälteeinbruch ein. Die Erde, die einst warm und üppig war, wird eisig und feindlich. Purgatorius isoliert sich in seiner Höhle, um sich warm zu halten. Er ernährt sich von allem, was er finden kann, und das ist es, was sein Leben retten wird. Alle Dinosaurier, ob Pflanzen oder Fleischfresser, sind dieser eisigen Umgebung erlegen. Mit Ausnahme der Vogeldinosaurier. In einem einzigen Jahr ist der Planet fast vollständig von allen Lebensformen leergefegt. 75% der Arten, die die Biosphäre bevölkerten,
verschwinden. Der Ozean ist leer, bis auf ein paar seltene Fisch- und Haiarten. Generell gilt, je kleiner die Tiere waren, desto wahrscheinlicher war es, dass sie überlebten. Innerhalb von Stunden, Tagen, Monaten oder vielleicht auch Jahren brach die Welt der Dinosaurier zusammen und veränderte das Ökosystem grundlegend. Denn ihr Verschwinden ebnete den Weg für unsere fernen Vorfahren. Die Erde ist wie eine riesige Wüste. Doch für die wenigen Landtiere, die überlebten, war es eine neue Chance. Da es keine Raubtiere gibt, die sie jagen, können sich die wenigen Überlebenden schnell vermehren. Da sie keinen Grund haben, sich zu verstecken, sind sie bereit, sich niederzulassen und die Erde neu zu besiedeln. Die Überlebenden sind dabei, ein neues Kapitel in ihrer Geschichte zu schreiben. Die großen Reptilien verschwinden vom Angesicht der Erde. Andere Ordnungen überleben mit sehr kleinen Populationen. Vier Reptilienordnungen bleiben übrig: Schildkröten, Krokodile, Schlangen und Eidechsen. 98% der kolonialen Korallenarten, die warme, flache, tropische Gewässer bewohnten, sind verschwunden. Solitärkorallen, die sich in kälteren, tieferen Regionen ansiedeln, haben es besser getroffen. Die Zahl der Gattungen von Kopffüßern, Stachelhäutern und Muscheln ist rückläufig. Ammoniten und Belemniten sind verschwunden. Ebenso wie alle anderen Weichtierarten aus der Klasse der Kopffüßer, Cephalopoden. Die einzigen Überlebenden sind Nautiloiden, die heute von den Nautilus vertreten werden. Und eine weitere Gruppe, zu der die Oktopoden, Tintenfische und Sepien gehören. Die Basis der Nahrungskette ist davon betroffen. In Ermangelung von Licht verdorren die Pflanzen. Große Pflanzenfresser werden ihrer Nahrung beraubt. Im Meer sind die Nahrungsketten auf die gleiche Weise unterbrochen worden. Wenn das Plankton verschwindet, sterben alle, die sich davon ernähren, an Hunger. Kleine, trümmerfressende Tiere sind daran gewöhnt, sich von Pflanzenresten und kleinen Tieren zu ernähren, die im Schlamm leben. Selbst wenn alle Pflanzen absterben, kann die Wasserfauna noch lange Zeit überleben. Außerdem sind sie in der Lage, Dürreperioden zu überstehen. Gut versteckt im Schlamm des Süßwassers verbringen sie ihr Leben in Zeitlupe. An Land gelingt es diesen Trümmerfressern, Tierkadaver, Samen oder Pflanzenreste zu finden, um einige Monate zu überleben. In Kombination mit ihrer Fähigkeit, Winterschlaf zu halten, können sie so den widrigen Bedingungen besser widerstehen. Eine weitere Eigenschaft kann bestimmte Tiere in die Lage versetzen, die Folgen eines Meteoriteneinschlages besser zu überstehen. Säugetiere und Vögel sind Arten mit konstanter Temperatur. Sie sind weniger von der Außentemperatur abhängig und können besser überleben. Ebenso sind Arten, die am Meer leben, besser in der Lage, großen Veränderungen in ihrer Umgebung zu widerstehen. Ist das Glück oder eine echte Anpassungsfähigkeit? Für lebende Organismen ist es unmöglich, sich an Ereignisse anzupassen, die sowohl selten als auch katastrophal sind. Die natürliche Auslese funktioniert nur, wenn sie langsam und schwach genug ist, um nicht den sofortigen Tod aller Individuen einer Art zu verursachen. Während des Aussterbens in der Kreidezeit und im Paläogen wurden die Tiere wahllos getötet. Wenn einige bevorzugt wurden, dann deshalb, weil sie den neuen Lebensbedingungen, die durch das Ereignis entstanden sind, besser widerstehen konnten. Nach einem warmen Start erfuhr die Erde eine deutliche Abkühlung. Die Tektonik ordnete die großen Meeresströmungen neu und hob die großen Reliefs an, die CO2 verbrauchten.
Knapp 10 Millionen Jahre später setzte ein Kontinentalbruch auf der Nordhalbkugel große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre und die Ozeane frei, wodurch die Temperaturen um mindestens 5 Grad Celsius stiegen. Diese Erwärmung bringt die Ökosysteme erneut durcheinander und hat einen großen Einfluss auf die Evolution der Säugetiere. Die Vegetation verändert sich und die Wälder werden immer dichter. Das letzte Überbleibsel des Superkontinents Gondwana zerbricht und bildet Australien und die Antarktis. Australien nahm eine bemerkenswerte Flora und Fauna mit sich, von der einige Exemplare noch heute zu finden sind. Durch diese Trennung entstand eine zirkumantarktische Strömung, die den südlichen Kontinent von wärmeren Gewässern isolierte und ihn zum Gefrieren brachte. Die Welt an Land wird nun von vertrauten Lebensformen wie Blütenpflanzen, Singvögeln und Säugetieren beherrscht. In den Gewässern überwiegen die Säugetiere, Wale, Robben und eine Vielzahl moderner Knochenfische. Sie teilen sich den Ozean mit Haien, die es schon vorher gab. Die Explosion all dieser Gruppen hat die heutige biologische Welt geschaffen. Die Mehrheit der großen Tiere ist verschwunden. Die überlebenden Reptilien sind eher bescheiden, mit ein paar Schlangen, Eidechsen, kleinen Krokodilen und Schildkröten. Die Vögel sind die einzigen, die in Bezug auf ihre Größe herausragen, da sie versuchen, die Tierwelt zu beherrschen. Der Gastornis parisiensis, auch bekannt als Diatryma, und der Teratornis incredibilis sind Vögel von beeindruckender Größe. Der Gastornis ist der größte Vogel seiner Zeit und erreicht bei den größten Exemplaren bis zu 2 Meter. Er hat kurze Flügel, lange Beine und einen dicken Schnabel. Er bewegt sich ähnlich wie die heutigen Strauße, da er nicht fliegen kann. Er lebt in Wäldern und Sümpfen in tropischen Klimazonen. Zu dieser Zeit ist er kein Beutetier, da seine potenziellen Fressfeinde, Säugetiere oder Krokodile, kleiner sind als er. Sein robuster Schnabel und seine kräftigen Krallen ermöglichen es ihm, sich omnivor zu ernähren. Der Teratornis hat den Spitznamen Monstervogel. Seine Flügelspannweite kann bis zu 5 Meter betragen und die Fläche eines einzelnen Flügels erreicht 17,5 Quadratmeter. Zu seiner Zeit war er der größte flugfähige Vogel. Seine kräftigen Beine und starken Füße ermöglichen es ihm, Beute mit einem sehr starken Griff zu schnappen und zu fangen. Diese beiden Exemplare sind nur ein flüchtiger Auftritt auf der Erde. Und die Vögel, die überleben werden, werden in Zukunft bescheidenere Größen haben. Aber im Moment suchen diese furchterregenden Raubvögel die Savannen heim. Sie bevorzugen spärlich bewachsene Gebiete, in denen sie ihre Beute jagen können. Sie fangen und verschlingen kleine Säugetiere, wie zum Beispiel Urpferde, aber auch Kadaver wie die heutigen Geier. Solange die Säugetiere zu klein sind, um die Rolle des Raubtiers zu spielen, haben diese riesigen Vögel keine ernsthaften Konkurrenten und bleiben an der Spitze der Nahrungskette. Die Perissodactyls sollten ein großer Erfolg werden und umfassten die Vorfahren der Pferde, Tapire und Nashörner. Damals waren die drei Tierstämme ein und derselbe. Diese Tiere sind heute unterschiedlich, aber ihre Vorfahren waren sich sehr ähnlich, auch wenn sie nicht in denselben Umgebungen leben. Sie ernähren sich nicht von denselben Pflanzen, wodurch ein intensiver Wettbewerb vermieden wird, der zum Aussterben bestimmter Arten führen könnte. Das Hyracotherium wird oft von diesen gefährlichen Vögeln angegriffen. Obwohl es zum evolutionären Stammbaum des Pferdes gehört, war es damals eher mit einem Hund verwandt. Es ist etwa 60 cm lang und höchstens 20 cm hoch und hat 4 Zehen an den Vorderbeinen und 3 Zehen an den Hinterbeinen. Es hat keine Hufe wie unsere modernen Pferde, sondern eher hundeähnliche Pfoten.
Mit seinen etwa 40 Zähnen zermalmt er weiche Blätter und junge Pflanzentriebe, denn er ist ein Pflanzenfresser. Heptodon lebt in Nordamerika. Dieser primitive Tapir ist bis zu einem Meter lang. Obwohl seine Gliedmaßen und sein Schädel denen der heutigen Tapire ähneln, hat er noch nicht ihren charakteristischen Rüssel. Sein naher Cousin Hyrachius war eines der ersten Nashörner. Er ist etwas größer als Heptodon, hat aber noch kein Horn. Heptodon, Hyrachius und Hyracotherium sahen sich damals sehr ähnlich, aber ihre Abstammungslinie sollte sich später scharf trennen. Neue Säugetiere tauchen auf, darunter Phenacodus. Dieser mittelgroße Pflanzenfresser hat eine vage Ähnlichkeit mit einem modernen Hirsch oder Pferd. Er steht an der Wurzel des Huftierstammbaums. Seine Zähne sind gut an die harte Vegetation seines Lebensraums angepasst. Er wird bis zu 1,5 Meter lang, hat lange, gerade Beine und eine schmale Schnauze. Jeder seiner Gliedmaßen endet in 5 vollständigen Zehen, sodass er wie ein moderner Tapir laufen kann. Die 20 Krallen an seinen Gliedmaßen wurden später zu den Hufen der modernen Huftiere umgebaut. Die Artenvielfalt unterscheidet sich immer noch stark von der heutigen. Obwohl es noch Wälder gab, breitete sich Grasland aus und pflanzenfressende Tiere entwickelten sich. Einige Säugetierfamilien entwickelten sich zu neuen ökologischen Typen wie Läufern, Gleitern, sogar echten Flugtieren, Schwimmern, Springern und Wühlern. Sie sind über die gesamte Erdoberfläche verteilt und besiedeln alle Lebensräume, von der sengenden Wüste bis zu den eisigen Polen. Sie passen sich an Baumkronen, hohe Berge, Ozeane und Süßwassersümpfe an. Innovationen wie die Flügel der Fledermäuse und die großen Schneidezähne der Nagetiere werden sich als entscheidend für ihren biologischen Erfolg erweisen. Das Brontotherium ist eine Huftierart, die an unser modernes Nashorn erinnert. Es hat ein paar Hörner auf der Schnauze, wobei die Hörner der Männchen imposanter sind als die der Weibchen. Obwohl sein Aussehen dem eines Nashorns ähnelt, ist es eigentlich so groß wie ein Elefant. Er wird bis zu 5 Meter lang und wiegt bis zu 5 Tonnen. Dieser Pflanzenfresser hat eine Vorliebe für zarte Blätter und junge Triebe. Mit einer Länge von 1,5 Metern, einer Höhe von 80 Zentimetern und einem Gewicht von 100 Kilogramm sieht Hyrachodon wie ein Pony aus. In Wirklichkeit ist es eine Art primitives Nashorn, auch wenn es damals kein Horn hatte und ein Läufer war. Es ernährt sich von einer großen Vielfalt an Vegetation in Steppen und offenen Wäldern. Seine schlanken Beine werden von 3 Zehen gestützt und sein Kopf ist im Vergleich zum Rest des Körpers besonders groß. Die Diversifizierung der Pflanzenfresser verläuft zweifelsohne parallel zu der der fleischfressenden Säugetiere. Unter den zu dieser Zeit vertretenen Gruppen erscheint Hyaenodon, dessen Name Hyänenzähne bedeutet, in seiner katzenartigen Gestalt. Sein massiver, robuster Körper hat einen langen Schwanz und jede seiner Zehen hat scharfe Krallen. Hyaenodon ist ein hervorragender Jäger. Obwohl sein Gehirn klein ist, hat er einen hochentwickelten Geruchssinn, einen kräftigen Kiefer und seine Geschwindigkeit ermöglicht es ihm, viele Beutetiere zu jagen. Seine scharfen, spitzen Zähne ermöglichen es ihm, sie zu zermalmen, wenn er sie erwischt. Hyaenodon ist auch ein Aasfresser. Er bedeckt die Leichen, die er findet, mit Exkrementen, um den Geruch zu überdecken und zu verhindern, dass andere aasfressende Raubtiere ihn bemerken. Mit einer Größe von 1,50 Meter und einer Länge von 3 Metern hat Hyaenodon keine Angst, es mit großen Raubtieren wie Gastornis aufzunehmen, da es bis zu 55 km pro Stunde schnell rennen kann. Vor 55 Millionen Jahren schlug eine Gruppe von Säugetieren einen anderen, evolutionären Weg ein.
Ausgestattet mit zwei eng stehenden Augen und Händen, mit opponierbaren Daumen, waren sie die ersten Primaten. Ihre Vorläufer sind die Plesiadapiformes. Diese kleinen Säugetiere waren Insektenfresser und lebten in Bäumen. Das erste Exemplar ist kein geringerer als Purgatorius, die kleine Kreatur, die sich während des Meteoritenfalls so gut wie möglich versteckte. Die Plesiadapiformes haben sich zu etwa 100 Arten entwickelt, die in tropischen Regionen leben. Ihre Größe reicht von einem Hamster bis zu einem Eichhörnchen. Die primitive Architektur ihrer Schädel, ihre kleinen Gehirne und das Vorhandensein von Krallen an ihren Beinen machen sie noch nicht zu echten Primaten. Sie haben hier wie Seidenaffen, Paviane, Gorillas und Menschen gehören. Der älteste bekannte Prosimir heißt Altiatlasius. Vor 55 Millionen Jahren hatten sich seine Nachkommen über die gesamte nördliche Hemisphäre verbreitet. Zu dieser Zeit waren sie eine der vielfältigsten Gruppen von Säugetieren. Die Beine der Prosimir entwickelten sich zu Händen und Füßen mit nagelähnlichen Krallen. Sie sind kürzer und flacher als die der Plesiadapiformen. Ihr Daumen ist gegenüber den anderen Fingern beweglich. Damit können sie sich an Ästen festhalten und nach Nahrung greifen. Ihre Augen befinden sich auf der Vorderseite des Gesichts, dicht beieinander. Durch diese Position verlieren sie zwar den seitlichen Blick, der beim Aufspüren von Raubtieren von großem Vorteil war, aber sie ermöglichen das binokulare Sehen in drei Dimensionen. Dadurch können die Primaten von Baum zu Baum springen, Entfernungen besser einschätzen und das Risiko eines Sturzes verringern. Der gesamte obere Schädel wird umgebaut, was zu einer Vergrößerung des Gehirns beiträgt. In Asien tauchten vor 45 Millionen Jahren die ersten echten Affen auf. Diese allesfressenden oder vegetarischen Tiere zeichneten sich durch große Gehirne und ein ausgeklügeltes Sozialverhalten aus. Im Herzen von Regionen, die von riesigen Sumpfwäldern bedeckt waren, trafen primitive Menschenaffen auf kleine Prosimir. Catopithecus, der vor 36 Millionen Jahren lebte, ist der älteste der frühen Menschenaffen. Der bekannteste und größte ist Ägyptopithecus. Dieses 6 bis 7 Kilogramm schwere Säugetier lebte in den Regenwäldern Nordafrikas. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem heutigen südamerikanischen Brüllaffen. Ägyptopithecus klettert auf Bäume, krabbelt auf Ästen und ernährt sich von Früchten. Er ist tagaktiv. Er hat alle Merkmale, die Affen von Halbaffen unterscheiden. Sein Schädel beherbergt ein größeres Gehirn. Seine Augenhöhle ist vollständig geschlossen, sodass der Augapfel vom Schläfenbereich des Gehirns getrennt ist. Die Augen sind näher zusammengerückt, wodurch sich die Nasenhöhle und damit die Riechfähigkeit verringert haben. Sein kräftiger Unterkiefer hat Backenzähne mit relativ flachen Kronen. Primaten weisen eine große Vielfalt auf, aber ihre Anatomie ist sehr einheitlich. Ihre fünffingrigen Gliedmaßen haben Nägel. Die Hand hat einen opponierbaren Daumen. Sie wurde als Greifinstrument und Tastorgan perfektioniert. Das Sehvermögen hat sich auf Kosten des Geruchs entwickelt und verbessert. Die Augenhöhlen sind nach vorne gerichtet, was ein gutes binokulares Sehen ermöglicht. Ihre komplexe soziale Organisation spiegelt sich auch in der verlängerten mütterlichen Fürsorge, der verzögerten Geschlechtsreife und der erhöhten Lebenserwartung wider. Primaten leben in der Regel in Gruppen von wenigen Individuen bis zu mehreren hundert Mitgliedern. Die Weibchen bringen in der Regel nur ein Kind zur Welt, manchmal auch zwei. Aus physiologischen und verhaltensbedingten Gründen variiert die Größe und das Gewicht von Primaten zwischen 50 Gramm und über 100 Kilogramm. Ihre Ernährung ist vielfältig. Kleinere Exemplare sind eher Insektenfresser oder Frugivoren, während sich größere in der Regel omnivor ernähren.
Primaten gedeihen in tropischen und subtropischen Regionen. Die meisten Affen sind tagaktiv, während Prosimianer in der Nacht leben. Primaten haben eine große Bandbreite an Körperhaltungen und Fortbewegungsarten. In Bäumen klettern und einige laufen auf Ästen. Auf dem Boden haben sie einen vierfüßigen Gang, können aber auch aufrecht laufen und seitliche Sprünge machen. Einige Arten benutzen ihren Schwanz als fünftes Glied, um sich aufrecht zu halten. Einige Menschenaffen schwingen sich auf. Auf dem Boden bewegt sich der Vierfüßler ungewöhnlicherweise halb aufrecht, indem er sich auf das zweite Fingerglied stützt. Sie alle sind gelegentlich zweibeinig. Nur der Mensch macht es zu seiner Spezialität. Einige kleinere Säugetiere beginnen, eine neue Umgebung zu nutzen: die Baumkronen. Dort oben finden sie unerschöpfliche Nahrung und sicheren Schutz vor Raubtieren. Das Leben in den Baumkronen bedeutet jedoch, dass sie sich in drei Dimensionen bewegen und nicht wie Landtiere in zwei. Außerdem besteht die Gefahr, dass sie abstürzen. Die kleinen Menschen in den hohen Ästen weisen besondere Anpassungen auf, wie zum Beispiel ein großes Gehirn oder nach vorne gerichtete Augen, mit denen sie Entfernungen genau einschätzen können. Auch das Farbensehen ist eine Innovation, mit der die Tiere leicht Früchte und junge Blätter erkennen können, die zarter und nahrhafter sind. Carpo lestes ist ein kleines, hamstergroßes Säugetier mit nagetierähnlichen Zähnen. Mit seinen langen Fingern und dem opponierbaren Daumen kann er mühelos auf Baumkronen klettern. Seine Ellbogen sind nicht flexibel genug, um von Ast zu springen. Seine Augen, die sich an den Seiten seines Kopfes befinden, erlauben es ihm nicht, Entfernungen genau einzuschätzen. Carpo lestes ist ein naher Verwandter der ersten Affen, aber kein echter Vorfahre. Coryphodon ist ein großer amphibischer Pflanzenfresser. Wie moderne Nilpferde lebt er in Sümpfen und ernährt sich von Wasserpflanzen. Von der Größe her ähnelt er einem Wildschwein und kann bis zu 500 Kilogramm wiegen. Beide Stoßzähne sind nur schwach entwickelt. Damals galt es als großes Tier, verglichen mit der Durchschnittsgröße anderer Tiere. Die Vorfahren der Wale und Delfine galoppierten buchstäblich über Land. Heute ist es schwer vorstellbar, wie sich die landbewohnenden Vierbeiner zu Walen und Delfinen entwickelt haben. Trotz seines Namens, der König der Reptilien bedeutet, ist Basilosaurus ein Säugetier. Dieses walgroße Tier hat einen zahngefüllten Kiefer. Er hat noch keine Blaslöcher, aber Nasenlöcher in der Mitte seiner Schnauze zwingen ihn dazu, seinen Kopf zum Atmen aus dem Wasser zu heben. Er hat zwei kleine Hinterbeine, die nicht zum Laufen oder Schwimmen benutzt werden. Sein langer Schwanz und seine flossenähnlichen Arme helfen ihm, sich fortzubewegen. Wie andere Walvorfahren nutzt Basilosaurus die Küstenumwelt und ernährt sich von Fischen, Krebsen und Weichtieren. Die Evolution hat ihn dazu gebracht, sich an die Meeresumwelt anzupassen. Seine Hinterbeine schrumpfen allmählich und seine Arme und sein Schwanz werden zu Flossen. Die Nasenlöcher wandern an die Oberseite des Kopfes und bilden dort Blaslöcher. Das Ohr entwickelt sich weiter, damit das Tier Unterwassergeräusche richtig hören kann. Der Protocetus ist eine Art primitiver Walfisch. Er misst 2,5 Meter in der Länge. Seine Beine, die er wie Flossen benutzt, sind eher klein, aber sie ermöglichen es ihm, sich auf dem Boden fortzubewegen. Sein langer Kiefer hat scharfe Zähne. Mit seinen Ohren kann er unter Wasser gut hören, aber sicher nicht echolotisieren. Seine Nasenlöcher befinden sich auf halber Höhe der Schnauze, was bei modernen Walen der erste Schritt auf dem Weg zur Schädeldecke ist. Das amphibische Leben ist für diese primitiven Tiere noch sehr lebendig. Einige Weibchen gebären noch an Land. Fledermäuse erscheinen mit Icaronycteris. Dieses Tier hat bereits das Aussehen der modernen Fledermäuse. Seine Flügelspannweite kann bis zu 35 cm betragen.
Sein langer Schwanz dient als Steuerruder. Seine Beine sind noch zu klein, als dass er Kopf überhängen könnte. Er trägt ein Fell, bevorzugt warme Klimazonen und ernährt sich von Insekten. Selbst die ältesten Fledermäuse können mit den Flügeln schlagen. Der Moptera oder fliegende Lemuren sind eine Ordnung von Säugetieren. Sie leben in Bäumen und sind bestens für den Gleitflug ausgerüstet. Wenn sie sich von einem Ast abstoßen, strecken sie ihre vier Gliedmaßen aus, um ein Segel aus Haut zu spannen, das ihre Handgelenke, Knöchel und den Schwanz miteinander verbindet. So können sie über 100 Meter weit gleiten. Palmen, blühende Bäume und Nadelbäume gedeihen. Eine neue Gruppe von Pflanzen taucht in der Pflanzenwelt auf. Krautige Blütenpflanzen. Ihr Erfolg ist mit der Evolution der bestäubenden Insekten verbunden. Auch Samen und fruchtfressende Tiere wie Fledermäuse und Vögel haben zur Verbreitung der Pflanzen beigetragen. Krautige Pflanzen haben ein Geheimnis. Sie haben die Fähigkeit zu überleben und zu gedeihen, auch wenn sie regelmäßig von Tieren geschnitten werden. Das Abschneiden der Blattspitzen schadet ihrem Wachstum nicht. Sie überleben sogar starkes Abmähen. Die Ausbreitung von Grasland begünstigt das Überleben von pflanzenfressenden Säugetieren. Zu den Gräsern gehören die meisten Arten, die gemeinhin als Kräuter und Getreide bekannt sind. Sie sind in der Regel krautige Pflanzen, die entweder ein- oder mehrjährig sind. Sie können sich an eine Vielzahl von Umweltbedingungen anpassen. Von üppigen, feuchten Wäldern bis zu trockenen Wüsten. Von kaltem Bergklima bis zu tropischen Zonen. Sie sind eine wertvolle Nahrungs- und Energiequelle für die Tierwelt. Gräser gehören zu den Bedecktsamern, Angiospermen. Die Blüte ist eine komplexe Struktur, in der die männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorgane gruppiert und umhüllt sind. Aus dem weiblichen Teil entsteht bei der Reife die Frucht, aber erst nach der Befruchtung. Es ist die Frucht, die die Bedecktsamer kennzeichnet. Sie hilft bei der Verbreitung der Samen mit Hilfe verschiedener Tiere, Wind und Wasser. Die Pflanzen konnten sich auf beide Kontinente ausbreiten, bevor Gondwana vollständig getrennt wurde. Vögel sind kleine, gefiederte, fliegende, theropodische Dinosaurier. Ihre Vorfahren waren terrestrische Raubtiere, echte Jäger der Jurassic Lands. Sie konnten nicht fliegen. Das Fliegen ist eine Anpassung, die unauslöschlich mit den Vögeln verbunden ist. Das Überleben bestimmter Arten kann manchmal überraschend sein. Vor dem Meteoriteneinschlag hatten die Vögel bereits eine lange Geschichte hinter sich. Der älteste bekannte Vogel, der Archaeopteryx, tauchte am Ende der Jurazeit auf, vor etwa 150 Millionen Jahren. Dieses Tier hatte den Körper und die Zähne eines Reptils, kombiniert mit den Federn eines Vogels. Er stellt das fehlende Bindeglied zwischen Reptilien und Vögeln dar. Der Archaeopteryx stammt wahrscheinlich von einem kleinen terrestrischen Coelurosaurier ab. Zu diesen hohlschwänzigen Reptilien gehören kleine, leichte und schnelle Fleischfresser, wie der Companionatus, aber auch der riesige und berühmte Tyrannosaurus. Einige Coelurosaurier waren gefiedert und konnten fliegen. Ihre Skelette sind denen von Vögeln sehr ähnlich. Federn und Flugfähigkeit kamen nicht plötzlich auf, sondern wurden im Laufe der Evolution erworben. Einigen Theorien zufolge sind Federn eine Weiterentwicklung der Schuppen von Reptilien. Bevor sie zu den modernen Federn wurden, die wir heute kennen, waren die Federn der Vorfahren in Form und Funktion anders. Die archaische Funktion der Federn ist die Isolierung. Indem sie mit Federn bedeckt sind, können die Tiere die Körperwärme speichern und sich vor Kälte schützen. Einige der frühesten Federn haben eine Form, die man heute nicht mehr sieht. Sie haben eine eher unstrukturierte, daunenartige Verzweigung und Anordnung.
Es sieht so aus, als ob eine Reihe von Fäden zusammengeführt und an ihrer Basis verschmolzen worden wären. Der Kiwi, eine echte Vogelart, die nicht fliegen kann, hat Federn, die wie Haare aussehen, als wären sie vereinfacht worden, weil sie für den Flug nutzlos sind. Federn spielen auch eine Rolle bei der Präsentation oder Tarnung. Sie können auch als Erkennungsmerkmal zwischen Gruppen von Individuen oder als Lockmittel für die Partnerin dienen. Federn haben auch eine Schutzfunktion. Sie schützen die Eier vor der Sonne oder wärmen sie, indem sie die Luft einschließen. Sie können auch bei der Balz eingesetzt werden. Unter Flug versteht man die aktive Erzeugung von Energie, die das Tier aus eigener Kraft durch die Luft treibt. Dazu sind bestimmte physiologische Merkmale erforderlich, wie hohle Knochen, ein robustes Brustbein und ein Sitzfuß. Um fliegen zu können, muss das Tier einen flugfähigen Flügel haben. Es muss in der Lage sein, eine Wirbelschleppe zu erzeugen, die es vorwärts treibt. Seine neuromuskuläre Koordination muss es ihm ermöglichen, effizient zu navigieren. Und sein Stoffwechsel muss den Flug über längere Zeiträume unterstützen. Der Archaeopteryx besitzt bereits einen flugfähigen Flügel, der es ihm ermöglicht, den Flugschlag zu erzeugen. Er hat einen Gehörgang, der die Fähigkeit widerspiegelt, sich im dreidimensionalen Raum zurechtzufinden. Was für ein Tier, das sich durch die Luft bewegt, besonders nützlich ist. Es scheint jedoch, dass seine Flugfähigkeit schwach ist. Für den Erwerb und den Ursprung des Fliegens sind mehrere Szenarien denkbar. Es könnte alles mit Bäumen angefangen haben. Einige Arten wären in der Lage gewesen, hoch genug zu klettern, um zu springen, dann zu gleiten und zu fliegen. Ein anderes Szenario ist, dass einige Tiere zunächst am Boden entlang liefen und dabei mit ihren Protoflügeln schlugen, die ihnen Schub und Auftrieb verliehen, bis das Tier vom Boden abhob. Obwohl Vögel als besonders empfindlich gegenüber Umweltschwankungen gelten, sind sie die einzigen Erben der Dinosaurier. Heute sind 10.000 lebende Vogelarten bekannt, während es zur Zeit der Dinosaurier wohl nur einige wenige gab. Darunter die Linien Archaeopteryx und Pterosaurier. Die meisten der modernen Vogelordnungen entstanden vor 55 Millionen Jahren. Die Artbildung der verschiedenen Gruppen wurde durch die sich verändernden Muster der damaligen Vergletscherung gefördert, die zu einer Abkühlung und Austrocknung des Klimas führte. Vor etwa 60 Millionen Jahren setzt ein starker Vulkanausbruch im Nordatlantik Kohlendioxid frei. Die untere Atmosphäre und die Meeresgewässer begannen sich zu erwärmen. Das in den Sedimenten der Kontinentalränder gespeicherte Methan wird destabilisiert. Es wird massenhaft freigesetzt und führt zu einer thermischen Spitze und einer abrupten globalen Erwärmung. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Umfeld für die rasche Diversifizierung der Säugetiere günstig. Ihre Entwicklung führte dazu, dass sie das Schwimmen und Fliegen beherrschten. Die Kordilleren im Westen Amerikas wurden stark deformiert. Europa wurde in eine Subduktion hineingezogen und rückte näher an Afrika heran. Der Kontakt zwischen diesen beiden Regionen führte zur Bildung von Gebirgen, insbesondere der Alpen, ergänzt durch die Faltung entlang der Ränder des Persischen Golfs und Erhebung des Himalayas, wo Indien unter Asien sank. Vor etwa 34 Millionen Jahren kam es zu einer großen Klimaverschiebung, die mit der Kontinentalverschiebung zusammenhing. Die globalen Temperaturen sanken und die verschiedenen Jahreszeiten wurden ausgeprägter. Der Meeresarm, der Europa und Asien trennte, schrumpfte und eröffnete neue Routen für Flora und Fauna auf beiden Seiten. Einige Zeit später trennen sich Nordamerika und das skandinavische Europa.
Nach der Erwärmungsphase wurde die Erde erneut von großen Eiszeiten heimgesucht. Nach der Bildung der amerikanischen Kordilleren und der Alpenketten schlossen sich die Karibik und die Tethys. Die Verbindung zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean wird in der Warmzone durchtrennt. Die Meeresströmungen verlagern sich vor allem im Atlantik in eine vorwiegend nord-südliche Richtung, was zu einer Abkühlung des Globus führt. Vor etwa 23 Millionen Jahren begann die Antarktis mit einer allgemeinen Vereisung ihrer Oberfläche. Umgeben von einer Meeresströmung, die verhinderte, dass warmes Wasser dorthin gelangte, wurde sie von Südamerika isoliert und zu einem wichtigen Kältereservoir. Die Ursache des Klimawandels könnte auch durch eine Neigung der Erdachse erklärt werden. Das würde bedeuten, dass die Erde während eines Teils des Jahres weniger Licht abbekommt, was die Jahreszeiten weiter ausprägt und eine niedrigere Durchschnittstemperatur zur Folge hat. Da das Klima kälter und trockener wird, verändern sich viele Landschaften auf der Welt. Savannen und Steppen verdrängen Wälder. Veränderungen bei den Nahrungsressourcen beeinträchtigen sowohl pflanzenfressende Arten als auch ihre Raubtiere. Die Arten müssen sich weiterentwickeln und an die neuen Bedingungen anpassen. Kleine, blattfressende Waldpflanzenfresser werden jetzt durch große, grasfressende Arten ersetzt. Die Ausbreitung von Grasland hat zum Auftauchen von Tieren geführt, die schneller und länger laufen können. Gras als Nahrungsquelle ist weniger nahrhaft und verschleißt die Zähne schneller. Die Tiere müssen daher große Mengen an Gras fressen und es entstehen ständig wachsende Zähne, wie bei Nagetieren und Pferden. Diese Anpassung kompensiert die schnelle Abnutzung der Zähne von Pflanzenfressern. Viele Arten der archaischen Säugetiere verschwanden. Sie machten Platz für andere Gruppen wie Nagetiere, Wiederkäuer und moderne Fleischfresser. Die Evolution der Säugetiere führte zu immer vielfältigeren Formen und zur Geburt wahrer Giganten, die fast mit den größten Dinosauriern verglichen werden können. Dieser evolutionäre Trend zu immer größeren Tieren lässt sich damit erklären, dass sie ursprünglich klein waren. Groß zu sein bringt viele Vorteile mit sich. Größere Tiere werden seltener von Raubtieren angegriffen und es ist einfacher, Nahrung zu finden. Sie halten eine konstante Temperatur und verbrauchen weniger Energie. Allerdings benötigen große Pflanzenfresser eine beträchtliche Menge an Vegetation. Sie können nicht sehr zahlreich sein und ihre Arten sind im Falle einer Krise anfälliger. Das Baluchitherium ist ein hornloses Rhinoceros. Mit 5 Metern ist es das größte bekannte Mitglied dieser Gruppe und eines der größten Landsäugetiere. Es kann auf den höchsten Blättern der Bäume grasen. Im Vergleich dazu ist es so groß wie eine Giraffe, wiegt aber viel mehr und kann bis zu 15 Tonnen erreichen. Trotz seiner Größe bleibt er eine Beute für Krokodile und andere Raubtiere. Neben ihm gibt es Cousins der heutigen Wildschweine und Warzenschweine, die Entolodonten. Man erkennt sie an ihren riesigen Köpfen, die mit knöchernen Wucherungen besetzt sind. Diese Huftiere ernähren sich von kleinen Tieren, Wurzeln und Pflanzen, die sie mit ihren Stoßzähnen ausgraben können. Der Dinohyus, ein großes Tier mit einer Höhe von 2 Metern und einem Gewicht von etwa 1,5 Tonnen, ist ein Aasfresser, der die Knochen toter Tiere mit seinen kräftigen Kiefern zermalmt. Das Megatherium gehört zur Familie der zahnlosen Tiere, wie die modernen Faultiere. Anders als moderne Faultiere lebt es auf dem Boden, da es aufgrund seiner gigantischen Größe nicht auf Bäume klettern kann. Es kann bis zu 6 Meter lang werden und bis zu 4 Tonnen wiegen, so viel wie ein asiatischer Elefant. Er bewegt sich auf allen Vieren fort und bäumt sich auf, wenn er fressen muss. Dank seiner kräftigen Krallen zieht er an den Ästen der Bäume, um Blätter zu mampfen. Nach und nach treten Grasland und Savannen an die Stelle der Wälder. Die Tiere passen sich an diese Veränderung an
und neue Arten von Pflanzenfressern ersetzen die alten. Gras wächst umso schneller nach, je öfter es gemäht wird. Wenn das Klima dieses Nachwachsen zulässt, gibt es keinen Mangel an Nahrung für Grasfresser. Gras verschleißt schnell die Zähne. Diese neue Ernährung erfordert besondere Anpassungen der Zähne. Entfernte Cousins von Kamelen und Lamas tauchen auf. Die Protoceratide. Die meisten dieser Arten tragen seltsame Hörner auf dem Kopf. Wie zum Beispiel Syntetokeras, das ein gegabeltes Horn auf der Schnauze und ein zusätzliches Paar Hörner auf dem Kopf hat. Bei Kämpfen zwischen den Männchen ist dies eine beeindruckende Waffe, da diese Verzierungen bei den Weibchen nicht vorhanden sind. Vor 35 Millionen Jahren tauchten Wiederkäuer, eine neue Gruppe von Pflanzenfressern mit Hufen, auf. Diese Tiere haben spezialisierte Mägen, die es ihnen ermöglichen, zähes Grasland leichter zu verdauen. Ihre ständig wachsenden Zähne kompensieren die Abnutzung, die durch das Kauen entsteht. Sie siedelten sich zunächst in Asien an. Doch schon bald besiedelte die Art Amerika und Afrika. Und es entstanden Vorfahren von Giraffen, Hirschen, Kühen und Antilopen. Der Hoplitomerix ist ein merkwürdiges Tier mit 5 Hörnern auf seinem Schädel, von denen sich eines in der Mitte der Stirn befindet. Er ist kaum größer als eine Ziege und hat 2 lange, hauerartige Eckzähne. Mit seinem elchähnlichen Aussehen ist das Sivatherium eine der ersten Giraffen, die in Indien leben. Es ist viel kleiner und massiver als die Giraffe und hat große Hörner. Als diese Pflanzenfresser wuchsen und sich mit Hörnern und Stoßzähnen bewaffneten, entwickelten sich auch die Fleischfresser. Erstere sind kleine Tiere, die auf der Suche nach Beute leicht auf Bäume klettern können. Ihre Ernährung ist recht abwechslungsreich und umfasst Fleisch, Früchte, Blätter, Eier und Insekten. Mit der Zeit entwickeln ihre Nachkommen besonders große, scharfe Zähne, die wie eine Schere funktionieren. Zu diesem Zeitpunkt tauchen die ersten echten Fleischfresser auf, die sich ausschließlich von Fleisch ernähren. 2 Linien von Fleischfressern wurden geboren. Auf der einen Seite die Linie, aus der Wölfe, Bären und Robben hervorgingen. Und auf der anderen Seite die Linie, aus der Hyänen und Katzen hervorgingen. Bei einigen Arten werden die Reißzähne lang und stark. Diese beeindruckenden Raubtiere werden Säbelzahntiger genannt, obwohl sie eigentlich nicht mit Tigern verwandt sind. Ihre Schädel mussten verändert werden, um Platz für diese enormen Eckzähne zu schaffen. Sie haben ein eher kurzes Gesicht und kräftige Nackenmuskeln. Die Eckzähne sind flach und manchmal mit Zacken versehen. Säbelzahntiger würgen ihre Beute, indem sie sie in den Hals beißen. Säbelzahntiger kommen in mehreren Abstammungslinien vor. Deshalb finden sich sehr ähnliche Anpassungen bei Arten, die vielleicht weit voneinander entfernt sind. Nagetiere zeichnen sich auch durch ihre scharfen Zähne aus. Sie haben ständig wachsende Schneidezähne, die sie durch Reiben aneinander schärfen. Das macht sie sehr scharf und ermöglicht es ihnen, Futter oder Holz zu zerschneiden. Weiter hinten im Kiefer haben sie besonders harte Backenzähne, mit denen sie ihre Nahrung zerkleinern können. Vor den Nagetieren hatten andere, kleine primitive Säugetiere, die Vielzahntiere, diese Art von Gebiss. Sie waren die ersten vegetarischen Säugetiere. Erst nach ihrem Verschwinden haben sich die echten Nagetiere durchgesetzt. Heute machen die Nagetiere fast die Hälfte aller Säugetierarten aus. Die ersten Nagetiere tauchten in Asien auf, verbreiteten sich dann über die ganze Welt und erreichten sogar Australien. Sie diversifizierten sich, besiedelten alle Lebensräume und spezialisierten sich. Einige Arten werden zu Halbwässern, wie zum Beispiel Biber. Andere leben in Bäumen und wieder andere leben in tiefen Höhlen.
Die meisten Nagetiere sind von bescheidener Größe. Aber ein paar Arten erreichen viel größere Dimensionen. Das ist bei Phoberomys der Fall, der fast 700 Kilogramm wiegt. Dieser Höhlenbewohner gehört zu den Meerschweinchen- und Wasserschweinchenfamilien. Eine letzte große Familie, die Rüsseltiere, herrschte zu dieser Zeit ebenfalls über alles. Die heutigen Elefanten sind ihre letzten Nachfahren. Zu den primitiven Elefanten gehört das Moeritherium. Sein massiver Körper ist so groß wie ein Schwein und wird von kurzen Beinen gestützt. Er verbringt einen Großteil seiner Zeit im Wasser. Er hat keinen Rüssel, aber eine dicke, bewegliche Oberlippe. Etwas später beginnen einige Arten, einen kurzen Rüssel zu haben. Der Elefantenrüssel ist das Ergebnis der Verschmelzung von Nase und Oberlippe. Aus Gründen des Gleichgewichts und der Muskelkraft muss der große Kopf des Elefanten von einem kurzen Hals getragen werden. Das schränkt die Fähigkeit des Elefanten ein, die Vegetation zu erreichen. Daher der nützliche Rüssel. Massenaussterben hat unumkehrbare Folgen für die biologische Vielfalt. Viele Arten verschwinden und die Vielfalt der Lebensformen auf der Erde nimmt ab. Ökosysteme, Artenbeziehungen und Lebenszyklen werden gestört. Dennoch ermöglichen sie das Entstehen neuer Lebensformen, die die ökologischen Nischen besetzen, die von den ausgestorbenen Arten verlassen werden. Die Welt von heute hat eine reiche und schöne Geschichte. Die Vergangenheit ist zwangsläufig anders als die Gegenwart. Diese Geschichte wurde ursprünglich nicht geschrieben. Die Erde ist immer wieder unvorhergesehenen Ereignissen ausgesetzt, ob außerirdisch oder nicht, die die Evolution in neue Richtungen lenken. Das hat zur Folge, dass einige der Akteure verdrängt werden, während die Überlebenden begünstigt werden. Dank fossiler Überreste, die tief in den Erdschichten vergraben sind, wissen wir heute, dass der Papagei nicht als Papagei geboren wurde und dass der Delfin nicht als Delfin geboren wurde. Steinskelette offenbaren uns jeden Tag die Geschichte, zu der wir gehören. Denn obwohl der moderne Mensch in diesem Kapitel nicht vorkommt, sind seine Vorfahren reichlich vertreten. Ohne das Verschwinden der Dinosaurier wären wir sicher nicht hier, um darüber zu sprechen.